Hallo zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute wieder mit und zwar wird das ein Gym-Vlog. Der war oft jetzt oder wurde von euch oft angefragt und ich habe auch mal wieder Bock, euch ein bisschen einen Einblick zu geben. Es haben sich ein paar Dinge geändert, aber das werdet ihr dann im Gym sehen. Aber an sich trainiere ich noch immer nach dem gleichen... Ist das eigentlich reingezoomt? Nee. Trainiere ich noch immer nach dem gleichen Trainingsplan. Das habe ich euch ja auch jetzt schon in den letzten Vlogs oft gesagt. Stick to the basics, versucht euch progressiv zu steigern, Gewicht zu steigern, Wiederholungen zu steigern. Dann wächst auch der Booty bzw. der Muskel und dann geht auch was voran und dann merkt ihr auch wirklich Erfolge. Weil ein Muskel braucht quasi genau immer wieder ein bisschen mehr Reiz. Weil wenn er immer den gleichen Reiz kriegt, dann bleibt er gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, so ist das easy und einfach erklärt, aber mein Freund könnte das wahrscheinlich auf sportwissenschaftlicher Ebene noch besser erklären, aber so viel dazu. Ich packe jetzt meinen Gymbag, dann geht's los. Kopfhörer sind geladen, ganz wichtig und ja, dann wird ganz Körper trainiert und ich nehme euch mit. So, schauen wir mal, welches Sportoutfit es heute wird. Das ist meine schöne Sportlade und das ist noch nicht mal alles. Ihr glaubt wahrscheinlich, ich bin verrückt. Ich habe es hier so nach Farben geordnet. Das sind meine BHs bzw. Bras und das sind Shorts. Und das sind meine langen Leggings. Und ich suche jetzt ein Outfit aus. Und wenn man so viel Auswahl hat, kann man sich einfach nicht entscheiden. Und ich glaube, heute brauche ich ein bisschen Farbe. Und entscheide mich für Blau. Blau und weißer BH. Yes, let's go. Was auf jeden Fall lustig werden könnte, ist, dass ich nicht bedacht habe, dass um 17 Uhr vermutlich alle ins Gym gehen. Aber ich mache das Beste draus und scheiße mir aktuell auch irgendwie gar nichts mehr. Ist mal wurscht, wenn sie mich anglotzen, wenn ich da im Gym für euch filme, beziehungsweise die Kamera aufstellen. Ja, jeder soll sich sein Teil denken. Okay, kurz die wichtigsten Essentials. What's in my gym bag? Meine Zughilfen. Ich liebe die. Die sind mittlerweile auch schon so eingegriffen. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Sie formen sich einfach schon so richtig gut und verbiegen sich nicht, sondern schmiegen sich extrem gut um die Hantel bzw. um die Langhantel und haben hier so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so Rutschnoppen, damit die fester halten. Also ich finde die mega, ich kann die euch unten mal verlinken. Ist keine Werbung, ich habe mir die selbst besorgt. Dann habe ich mir jetzt auch selber Cuffs besorgt, kann ich euch auch unten mal verlinken, weil die bei uns im Gym entweder immer vergriffen waren, kaputt waren und jetzt muss man sie sich, glaube ich, sogar unten erst ausleihen, man muss das ankündigen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach hier meine eigenen bestellt. Habt ihr immer dabei, die wiegen auch echt nicht viel. Dann ganz wichtig natürlich Wasser. Ich löse mir da immer so einen Waterdrop in der Flasche auf. Ich liebe Waterdrop. Und ist nämlich, also ich kann es euch kurz sagen, es sind so Würfel, die man auflöst. Ohne Zucker, da sind aber Pflanzenextrakte drin, Fruchtextrakte, Vitamine und so. Und es schmeckt unglaublich gut. Da habe ich jetzt Eistee Himbeer drin. Kann ich euch unten auch mal verlinken. Handtuch. Und meine liebste Kaufi, die ist irgendwie in jeder Tasche bei mir. Ja, Haarbürste, Haargummi, Turnschuhe und let's fett. So ihr Lieben, ich muss ehrlich zugeben, heute war ich auch kurz davor, hatte keine Motivation. Lag auf der Couch und mir gedacht, soll ich skippen? Nein, wir ziehen durch. Genau diese Momente zählen und genau diese Trainings sind dann meistens die besten, wo man eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Aber ich sehe schon, es ist so viel los. Egal, das blenden wir aus. So, ich hatte Glück. Wir starten mit Hip Thrusts an der Langhantel.
werde jetzt 3 Aufwärmsätze machen, bis ich bei meinem Gewicht bin. 120 Kilo. Also nicht bei meinem Gewicht, bei meinem Gewicht, was ich bei den Hip Thrusts mache. Und ja, ich zeige euch ein paar Ausschnitte. So, erster Satz so viel Gewicht wie möglich, meistens weniger Wiederholungen, weil es eben so schwer ist. Zweiter Satz dann mit 95 Kilo, Backoff-Satz so viele Wiederholungen wie möglich. 12 habe ich geschafft. Ich habe auch gemerkt, dass meine Beinchen nicht so ganz fit sind, weil ich in Wings for Life rangelaufen bin und das auf jeden Fall noch Auswirkungen hat. Also ja, man kann nicht jeden Tag oder jedes Mal die gleiche Leistung bringen. So, vielleicht kurz zur Erklärung, warum ich die Kickbacks auf der Bench mache. Erstmal ganz normal von der Ausführung her, Kabelzug ganz nach unten, Cuffs und eben die Bench, dass sie ungefähr seitlich steht, so dass man hier sein Bein hat. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann nur isoliert aus dem Body ziehe, wenn ich mein anderes Bein entlasten kann, meinen Rücken entlasten kann. Mir hilft es einfach, den Booty mehr anzusteuern, deswegen mache ich das. Als ihr seht, 2 Sätze, die reichen vollkommen aus, wenn man ans Limit geht. Ich bin außer Atem. Ich mache sie sauber, ich mache sie, bis ich nicht mehr kann, also sonst muss ich versagen. Und bei der Beinpresse habe ich sogar nur einen Satz. Also ich mache einen Aufwärmsatz, einen schweren Satz, bis ich nicht mehr kann. Völlig ausreichend. Das Wichtigste ist wirklich, dass ihr es sauber macht. Spürt, und solange bis der Muskel zittert und nicht mehr kann. Jetzt, genau, das waren es auch nur noch 3 Beinübungen. Jetzt kommen noch 3 Upper Body. Und dann ist mein Training auch schon zu Ende. Und wenn ich jetzt nicht filmen würde, dann glaube ich, wäre ich auch in 50 Minuten durch. So brauche ich schon 1 Stunde, 1,5. Aber ich mache das gerne für euch.
ersten beiden Upper Body Übungen war Lat-Pullern unilateral, also unilateral heißt auf einer Seite für den Lat bzw. Rücken, seitlicher Rücken, um es einfach auszudrücken. Und da ist es wichtig, dass ihr wirklich nicht aus den Armen zieht oder auch nicht zu sehr aus der Schulter, sondern wirklich so in den Lat rein. Ich habe mich da einfach Step by Step gesteigert, wirklich mit leichtem Gewicht angefangen, um diese Sensibilität aufzubauen, dass man auch weiß, welcher Muskel da angesteuert wird. Die zweite Upper Body Übung waren Face Pulls. Ihr seht, ich bin immer noch außer Atem. Mache ich gerne einfach im Sitzen, weil ich mich besser auf den Rücken da konzentrieren kann. Man kann sie aber auch im Stehen machen, also wie ihr das lieber habt. Und ja, jeweils zwei Sätze. Bei den Lat Pulldowns jeweils beide Seiten zweimal. Und ja, ist der Rücken aufgepumpt. Und jetzt mache ich noch Push-Ups. Und da vielleicht kurz, ich zeige euch drei verschiedene Varianten. Wie ich Push-Ups gelernt habe, war, sich immer von Mal zu Mal natürlich wieder zu steigern, mehr Wiederholungen zu machen, beziehungsweise den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Einmal Classic Push-Ups, einmal mit Ablegen und langsam in die Bewegung reingehen, kurz unten im Brett halten, wieder hochdrücken, wieder langsam runter. Und dann Push-Ups auf den Knien. Und das jedes Mal so viel, wie ich geschafft habe. Also mit dem Schwierigsten beginnen, mit dem Leichtesten aufhören und von Mal zu Mal steigern. Und wenn ihr noch gar keinen ganzen Push-Up könnt, kein Problem. Dann lasst es weg, dann fangt es einfach mit der zweiten Variante an und steigert es einfach. Irgendwann könnt ihr dann einen Push-Up, irgendwann könnt ihr zwei, drei, vier. Und ich bin mittlerweile bei 12 angelangt. Also 12 normale Push-Ups. Ist auch ein Prozess. Und zeige ich euch jetzt die Varianten. Und dann bin ich ready, dann geht's nach Hause und mein Freund hat gekocht. Nur mir den Tag ausklingen lassen, auf die Couch, irgendwas Schönes schauen, essen, duschen vorher und aber ich versuche euch nach Hauseweg noch ein bisschen was zu erzählen, bevor ich den Vlog dann beende. Hier kurz, dass ihr das sehen könnt, wie so ein Sheet bei mir ausschaut, das mir der Andi gemacht hat, wenn ihr da bei ihm im Coaching seid. Seht ihr hier die Übungen, das sollte man scharf stellen, und das Gewicht und könnt dann hier, ich glaube, es ist nicht ganz scharf, egal, könnt ihr hier die Wiederholungen eintragen und euch dann von Mal zu Mal steigern. Ich habe jetzt geschafft, so, ich ziehe durch, 13 und 8. Beim zweiten Anlauf. Und dann könnt ihr euch einfach steigern und ihr seht dann eure Weiterentwicklung von Mal zu Mal. Was ziemlich geil ist und was auch wirklich motiviert und anspornt. Und ja, der Andi hat das dann immer alles im Überblick. Kann ich euch unten mal seine Seite und so weiter verlinken, falls ihr irgendwie ein Coaching in Anspruch nehmen wollt bzw. überlegt, kann ich euch das natürlich sehr ans Herz legen. It was a good one. Und ich will euch nur kurz erinnern, dass ich eigentlich keinen Bock hatte, jetzt super drauf bin und es einfach sich gelohnt hat, wieder hierher zu gehen, sich zu überwinden. Man sich 5000 Mal besser fühlt und ja, man sich immer an das Gefühl danach erinnern muss, wenn es einem mal schwerfällt. Ich bin jetzt ein paar Stationen vor meinem Zuhause ausgestiegen. Das mache ich immer ganz gerne. Einfach noch um ein paar Steps zu sammeln an der frischen Luft. Hört ihr das? Die Vögel zwitschern so schön.
meine Beinchen und vor allem meine Schulter ist ganz schön im Arsch. Kann kaum die Kamera halten. Aber ja, bei uns ist morgen Feiertag. Beziehungsweise ich kann es hier ja lassen mit diesen Tagen und Datum und so, weil es kommt ja eh zeitversetzt. Aber ja, wir fahren übers Wochenende zu meiner Family und genießen da Muttertag und Geburtstag. Family-Fusion zwischen oder von meiner Family und die von meinem Freund. Freue ich mich schon. Da werde ich auch mal mein Handy mal weglegen, offline gehen. Auch nichts für YouTube filmen. Einfach im Moment sein. Und ja, nächste Woche starten wir dann ins Shaped Retreat. Da versuche ich ein bisschen für euch mitzuvloggen. Oh, meine Hand zittert, ey. Genau. Und ansonsten zum Thema Training. Wie gesagt, ich versuche wirklich bei den Basics zu bleiben, mich immer wieder zu steigern, auch wenn es nur eine Wiederholung ist oder mehr Gewicht und wirklich durchzuziehen. Keine Angst vor schwerem Gewicht, keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie zu breit werden könntet, weil ja, das passiert nicht über Nacht, dass ihr zum Hulk werdet. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet vielleicht das ein oder andere mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Gym-Vlog. Ciao!